Entering Relay Station. Habe ich ja vielleicht ein kleines Déjà-vu? Hä? Ich meine, gut, wir haben einen anderen Monster-Count, das ist auf jeden Fall eine andere Map, aber... es sieht ein bisschen bekannt aus, sagen wir es mal so. Aber hier haben wir jetzt tatsächlich schon Unterschiede. Hier sieht es aus, wie als würde das relativ schnell runtergehen. Okay, okay. Ich verstehe schon, wie der Hase läuft. Man gibt mir Leben, man will es mir wieder wegnehmen, aber ich kann darum kämpfen. Diesmal kann ich darum kämpfen und dann kriegt ihr das nicht so einfach. Meine werten Freunde. Na also. Sehr schön. So, das ist doch schon mal ganz okay gelaufen. Wir hatten unseren ersten Kampf und der hat uns sogar Leben gegeben, mehr oder weniger. So kann es ruhig öfters laufen, wenn man mich fragt. So, da hinten sind noch Schalter, die man mal aktivieren könnte. Dann könnte man zum Beispiel hier hochgehen, was schon mal relativ praktisch wäre, weil es dort höchstwahrscheinlich weitergeht. Sehr schön. Wäre es, wenn ihr mich nicht einsperrt. Danke. Wunderbar. Hey. Was ein gemeiner Kerl. Hier hat man noch ein bisschen Munition, lol. Der hat in die falsche Richtung geblickt. Wunderbar. Hier läuft es richtig gut gerade. Massenfight mit kaum Schaden beendet. Und hier läuft es auch richtig schön. Alle Gegner sterben direkt. Mein Gott, sind ja auch nur Schrotflintentypen. Ersatzleben liegt aber genug da und uns geht's gut. Alles in allem recht schöne Umstände gerade. Oh, da oben kriegen wir den. Ja, natürlich kriegen wir den. Sehr schön. So, erster Save des Levels. Man weiß ja nie. Damit haben sie nicht gerechnet, denke ich mal, dass ich einfach gehe. Na also. So, bleibt mal genau hier stehen. Sehr schön. Okidoki. Dann können wir uns hier ein bisschen die Munition holen. Oh Mann. Na, okay, die stehen gerade ein bisschen doof. Wenn sie genau hintereinander gestanden wären, wäre gut. Aber so dann doch nicht ganz. Jedenfalls haben wir hier wieder schön viele Schrotflinten. Was bringt mir das hier? Keine Ahnung, ich werde es rausfinden müssen. Okay, habe ich da gerade einen Pinky? Nee. Hier haben wir sonst nichts. Oh, schön, er ist direkt gestorben. So mag ich das. Ein Archweil. Oh. Nicht nur einer. Na also. Wunderbar. Den könnten wir uns eigentlich auch ein bisschen so mit dem Raketenwerfer schnappen, wenn man schon dabei ist. Shit. Mist.
Am Anfang lief's gut, jetzt wieder nicht so. Und die Rakete will nicht auf ihn fliegen. Na komm. Na? Willst du mal sterben? Na danke, endlich. Hat sich gut Zeit gelassen dabei. So, warum eigentlich? Das war unvermeidbar so. Ich bin der Doomguy, er ist ein Dämon. Ich meine, was wird wohl passieren? Ist ja nicht so, wie als wäre das nicht total offensichtlich. Ich würde gerne da hinten rein. Ah, ich sehe was. Da kann man bestimmt hinschießen. Oder? Ah, vielleicht. Muss man vielleicht genau hinschießen? Nee. Ich würde gerne dahin. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin im Verlaufe des Levels. Es wäre generell eigentlich echt ziemlich toll, wenn man das noch einrichten könnte. Was zur Hölle geht denn da hinten ab? Oh Mann. Was sind das für Dinge? Okay, seit wann? What? What? Die darf man nicht einmal. Tut es weh, wenn ich jetzt in der Nähe von denen. Geh bloß weg, ey. Ich weiß nicht, ob das weh tut. Das müssen wir direkt rausfinden. Okay, ich. LOL! Gut. Davon halten wir uns fern. So, irgendwas ist passiert. Ich glaube, das hier. Ich meine, generell immerhin schon mal ein bisschen Leben. Wir könnten eigentlich mal zurückgehen und uns ein bisschen Leben holen. Die Edgewalls haben mir leider ein bisschen zugesetzt und das ist eher unpraktisch. Aber es liegt hier eigentlich noch. Man muss sich nur holen gehen. Was ging da hinten jetzt ab? Nix, okay. Dachte schon, ich muss schon wieder hinkommen und irgendwie mit irgendjemandem schimpfen oder so. Aber nee, nee. Haben sich brav verhalten, die Dämonen. So. Wir holen uns die großen Medipacks. Und zwar müsste hier eins liegen, ganz genau. Auf der anderen Seite lohnt sich das eigentlich auch schon, wegen den vier Leben. Da muss ich garantiert nicht jetzt hier rummeckern, so von wegen, dass sich das nicht lohnt oder so. Wegen dem bisschen. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir eigentlich weitergehen. Hoffentlich kriegen wir die Megasphäre irgendwann noch gegen Ende des Levels. Ich bin mir ziemlich sicher, die geben die uns nicht direkt am Anfang. Mal rausfinden, wie viel genau, wäre auch nicht schlecht. Nun müssen wir eigentlich genau. Ich sehe da unten noch was. Ja. Oh je. Au. Ja, holen wir uns hier direkt. Oh Mann. So. Na, you need a blue key, okay. Das hier wird jetzt irgendwas gemacht haben. Die Frage dürfte bleiben, wo es irgendwas gemacht hat. Da hinten könnte es eventuell einen Hinweis darauf geben. Okay, ich dachte gerade, die Fackel hatte eine andere Farbe, aber die haben jetzt beide mal eine normale rote Fackel und eine blaue. Dachte schon, ich wäre jetzt irgendwie irgendwas auf der Schliche, aber nee. Leider ist das da nicht so gewesen. Fakt ist weiterhin, uns fehlt. Oh, warte mal, wir haben inzwischen die rote Karte. Ich habe nicht bemerkt, als sie die aufgenommen haben. Ist aber ja eigentlich auch egal. Jetzt weiß ich es ja, wir können da jetzt hingehen. Wir können da jetzt hingehen. Warte, so, jetzt. Hier muss dann irgendwas sein, oder? Ist hier ein Schalter?
Danke. So. Generell bin ich mir eigentlich auch noch ziemlich sicher, dass hier irgendwas ist, aber vielleicht kommen da ja gleich nur Gegner raus. Hey, jetzt wäre ich irgendwie beinahe da reingefallen, ist hier auch ein bisschen unpraktisch. Nun. Autsch. Oh Gottes Willen. Na also, kann man die auch mal wieder ein bisschen verwenden, ne? Wenn ich da jetzt schon die Munition für hab, wäre ich ja blöd. Wenn ich die jetzt komplett ignorieren würde, so, da oben ist die blaue Karte. Die ich übrigens immer noch brauche für diese eine Stelle. So ist die Frage, ist die blaue Karte nur ein Secret vielleicht sogar? Mal so wie das hier ausschaut, weiß auch nicht, sieht eher danach aus, wie als bräuchte man die gelbe, also 100%ig sicher, aber die blaue, das sieht ein bisschen optional aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wir können hier auf jeden Fall die schon mal nicht irgendwie runterlassen oder sonst wie. Oh Mann. Das ist jetzt aber ein Secret, bitteschön, oder? Ich habe hier einfach mal einfach Leertaste gedrückt, weil mir danach war. Okay. Oh nein. Boah, zum Glück haut die gut rein. Alter, zum Glück haut die gut rein. So. Jetzt müsste ich eigentlich nur wieder da hochkommen. Wie stellen wir das am besten an? Das weiß ich irgendwie jetzt auch noch nicht. Kann ich nicht zufälligerweise noch irgendwas anschießen? Es sieht nicht danach aus. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich sehe hier noch was. Auf der Map sieht es hier so aus, wie als müsste hier eventuell noch was runtergegangen sein, irgendwie. Na, warte mal, vielleicht. Ah. Und komme ich hier so rüber? Yes. Alter. Okay, dann gehen wir einfach mal hier hin zum Teleporter. Dann. Oh, cool. Und dann brauchen wir die blaue Karte wohl doch eher dringend so, also verpflichtend. Mehr oder weniger. Jetzt holen wir uns erst einmal, beziehungsweise jetzt gehen wir erstmal Richtung blaue Tür und gucken, was da so geht. Erstmal müssen aber die hier sterben. Und wo seid ihr eigentlich gekommen? Hier ist halt sowas aufgegangen. Ist nicht immer auf der Karte verzeichnet, krass. Aber es ist nur so ein Monster-Raum. Eigentlich völlig irrelevant, aber naja. Nun. Hier würde ich immer noch gerne hin, aber inzwischen ist es nicht. Warte mal, inzwischen ist es egal. Wir haben ja inzwischen eigentlich mehr oder weniger komplettes Leben, wenn man das so ausdrücken kann.
Und wir haben auch 300 Rüstung. Ich meine, mehr wie jetzt geht gerade nicht. Ich meine, ich kann ja schon mal reinspickeln. Jetzt muss ich das hier nur noch wegkriegen, dieses blöde Teil. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das muss irgendwie weg. Eine gute Frage, würde ich mal sagen. Ich meine, vielleicht kann ich hier irgendwas anschießen. Nee. Da ist was aufgegangen, ist wahrscheinlich nur wieder das gewesen, oder? Ja, ja. Sie geht aus irgendeinem Grund auf. Ich weiß nicht wieso, aber es geht auf. Weiß ja nicht. Ist hier vielleicht irgendwo eine Line Death, die man triggern kann? Oder. Oder hier, warum ist hier zum Beispiel. Warum sind die Treppen hier noch nicht zusammen? Aber erst ab hier zum Beispiel. Jetzt mir irgendwie gut vorstellen können, dass hier zum Beispiel ein Schalter wäre. Den hätte man hier jetzt anschießen können. Eigentlich wäre eigentlich gar nicht mal so blöd, aber na, okay. Puh, wie kriegt man das weg? So leider nicht. Ja, ich bin gerade schon ein bisschen überfragt. Ich habe nämlich absolut gar keinen Plan. Leider. Hier oben geht auch nichts. Mann, ey, ich hoffe, das ist nicht irgend so was Komisches, das ich machen muss. Ich mag es nämlich überhaupt gar nicht, wenn Levels anfangen, in die komische Richtung zu gehen. Und wenn man es genau nimmt, war diese Stelle dort, wo ich die, mich da so rüberspringen musste zu der Soul Sphere vorhin, war eigentlich eine dieser komischen Stellen. Ich bin mir irgendwie halt auch ziemlich sicher, dass ich da hinten gerade nichts machen kann. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich ja das irgendwo anders noch aktivieren. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wo waren das jetzt nochmal die Stelle mit dem... Das hier zum Beispiel schon mal finden war Glück. Und dann hier, das hier ist eigentlich auch schon nichts. Nichts Ordentliches, wenn man das mal so ausdrücken kann. Weil, wer soll. Ich meine. Im Allgemeinen erstmal das zu hinter der Wand. Dann auch noch. Hier die Tatsache, dass ich da so hochlaufen muss, so komisch. Das für die Karte ist. Es geht schon in die gleiche Richtung gerade irgendwie. Wie es bei Eternal Doom dann war, wo die. Wo es einfach nur absolut zufällig war. Also zumindest sich so angefühlt hat. Ich hoffe, das ist jetzt nur so eine Ausnahme hier in diesem Level. Und legt sich ganz, ganz schnell wieder, wenn wir im nächsten Level sind. Aber generell weiß ich gerade nicht, was ich machen soll und wie ich da hinkommen soll. Es ist gerade echt schon wieder total merkwürdig und ich habe halt echt keinen Bock. Wirklich. Absolut gar keinen Bock, wieder irgendwelche, was weiß ich, zu suchen. Ich meine hier, wenn hier eine Fackel andersfarbig wäre, wäre das zumindest noch sowas, wo man drauf kommen kann, mehr oder weniger. Aber eigentlich auch nur dank Eternal Doom kann ich jetzt darauf kommen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich
Ich hoffe, ich muss nicht irgendwas Komisches machen. Im Allgemeinen brich ich jetzt kurz ab, ich suche offscreen und man sieht sich dann, wenn ich weitergekommen bin. So. Hier ist jetzt offen, das habe ich komplett vergessen. Diese Stelle hier. Okay. So, ich habe gerade viele Raketen. So, aber die müssten eigentlich beide relativ schnell sterben, ja. Oh Mann, die sind ja schon hier. Dann lass ich sie mal hierher kommen. Na? Na also, oh Mann. Jetzt mal gucken, weiche ich aus oder gehe ich einfach? Ich glaube, ich gehe lieber, es ist doch sicherer. So, nun. Jetzt gehe ich wieder zur Schrotflinte über. Na, wollt ihr mich überraschen? Lol. Die müssen wir uns jetzt garantiert nicht holen. Und die werde ich mir auch nicht holen. Also die werde ich mir dann eher... Ah lol, aufsparen. Für... Naja, fürs Ende halt. Wenn ich bis dahin nicht mehr 200 Leben haben sollte. Was ja durchaus möglich ist. Auch wenn es gerade sehr, sehr gut läuft. Ich meine, es muss ja nichts heißen. Da muss ja nur eine miese Stelle drin sein. Und das ganze Leben ist ganz schnell wieder weg. Nun. Oh Mann. Was läuft gerade gut? Ja, wer weiß, vielleicht werde ich absolut gar nicht mehr erwischt bis vor Ende dieses Levels. Aber für gewöhnlich, wenn man anfängt darüber so zu reden, vor allem zuversichtlich darüber zu reden. Ach komm, holen wir uns die Prügelfaust. Ich will mich ein bisschen hauen mit Gegnern. Wäre schon cool. Oh. Aha. Bringt es mir irgendwas, hier oben zu sein? Ich glaube eher nicht. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ah, cool. Immer schön, wenn... Oh Gottes Willen. Auf die gehen. Die will ich verhauen. Lass die schönen Ruhe, du Geil. Die sind nicht Ziel deines Raketenwerfers. Die sind Ziel deiner Fäuste. Sehr schön. Jetzt muss nur noch der hier weg. Jetzt geht der Spaß los. Yes. So, bin bereit. Oh, die meisten waren schon tot. So schade. Ach, hier komme ich gar nicht mehr zurück. Ja, okay, dann. Okay, jetzt komme ich wieder zurück. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas gemacht? Oh Gott, hier ist ja der Aufzug. Ups. Ja,
Naja, ich weiß ja nicht, ob ich hier im Allgemeinen schon fertig gewesen bin. Das kann ich jetzt ja mal nachgucken. Hinten ist auf jeden Fall noch irgendwas, was interessant aussieht. Ja, okay, ich bin jetzt halt hier wieder oben. Die Frage ist, bringt mir das was? Vielleicht können wir uns jetzt wieder hier rumbewegen und mal gucken, ob wir jetzt nochmal was finden. Was Neues. Kann ich ja mal hier hingehen, ob hier was ist, aber nee. Nee, hier ist auf jeden Fall sonst nichts mehr. Da ist nun die Megasphäre noch. Das ist ein bisschen komisch, das Level, ich weiß auch nicht. Ich finde es hier alles ein bisschen merkwürdig gerade. So der ganze Aufbau, ich weiß auch nicht. Sind aus irgendeinem Grund auch noch ein paar Sachen nicht auf der Map drauf. So ganz normale Gebiete eigentlich. Ich meine, das hat ja nur das hier, genau. Und jetzt war ich dann hier und da war ein Gegner. Sah voll so aus, wie als müsste ich hier sein. Und dann war hier überhaupt rein gar nichts. Es ist... Ach doch, hier, ah. Die legen sich generell hier mit dem Falschen an, aber hier schaut es aus, als wäre es das Exit. Wunderbar, dann gehen wir da mal rein. Wunderbar, diesmal nicht alle Kills und Secrets, aber naja, was soll man machen. Bei Items, vielleicht wenn ich die Megasphäre aufgenommen hätte, vielleicht wäre es ja sogar... dann das Item, wo ich gebraucht hätte noch. Vielleicht wäre es ja dann auf 100%, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.